Hallo und herzlich willkommen hier zum Video, welches dieser beiden Lego Star Wars Sets besser ist. Dabei gibt es die Kategorien Preis, Builds und Minifiguren. Da die Minifiguren bei beiden Sets der Hauptkaufgrund sind, ist die Minifiguren-Kategorie in drei weitere Kategorien unterteilt. Hierbei gibt es neben der Anzahl und der Auswahl der Minifiguren natürlich auch die Umsetzung zu beachten. Bevor wir jetzt aber starten, solltet ihr noch wissen, dass das alles nur meine eigene Meinung ist und wenn ihr eine andere vertretet, schreibt mir diese doch sehr gerne in die Kommentare. Starten wir jetzt aber mit der ersten Kategorie und zwar dem Preis. Da beide Sets dasselbe kosten, kommt es natürlich auf den Preis pro Teil an, bei welchem das 501. Trooper Pack gewinnt. Dieses hat nämlich einen Preis pro Teil von 10,52 Cent und das Battle Pack 10,67 Cent. Weiter geht es dann mit den Builds, wobei das Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack 4 beinhaltet und das Clone Trooper der 501. Legion nur 2. Dazu sind der Speeder und der AT-RT leider viel zu groß und nicht im Minifigurenmaßstab. Das Battle Pack hat diesen fantastischen Octopara-Droiden mit dabei und einen blauen Step Speeder. Bei diesem fehlt allerdings ein Print auf der Vorderseite, was ein kleiner Minuspunkt ist. Die Klone haben dann noch ein ziemlich schlecht aussehendes Speederbike, welches aber zumindest nicht viel zu groß ist. Als letztes gibt es dann auch noch diese Verteidigungsposition, welche ziemlich cool ist. Denn erstens können die Klone ihre Blaster an der Seite anbringen und zweitens bestehen die Seiten aus solchen Schilden, welche vor allem der Shock Trooper natürlich sehr gut gebrauchen kann. Insgesamt vergebe ich den Punkt also an das Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack aufgrund mehr Builds, welche auch noch deutlich besser sind. Weiter geht es dann mit der ersten Minifiguren-Kategorie und zwar der Anzahl. Diese ist ganz einfach zu bewerten, denn das Battle Pack beinhaltet 9 und das 501. Pack 6 Minifiguren. Deswegen bekommt das Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack auch hier den Punkt. Als nächstes kommen wir jetzt zur Umsetzung der Minifiguren, welche ziemlich schwer zu bewerten ist. Beide Sets enthalten 4 Klone, wobei die Löcher in den Helmen leider ziemlich schlecht aussehen. Dazu ist nicht einmal ein Accessory Pack mit dabei, was die Löcher auch noch ziemlich unnötig macht. Die Prints sind bei allen Klonen sehr, sehr ähnlich und auch die Waffen und Jetpacks gleichen sich ansonsten aus. Die 4 Kampfdruiden sind exakt gleich, aber die B2 Superkampfdruiden erscheinen auf den ersten Blick sehr gut. Leider haben sie aber riesige Löcher im Rücken, was überhaupt nicht gut aussieht. Insgesamt gebe ich den Punkt hier bei dem Clone Troopers der 501. Legion Set aufgrund der fehlenden Löcher in den Helmen. Als letztes gibt es dann noch die Kategorie Minifiguren-Auswahl, welche genauso schwer zu bewerten ist. Als erstes gleichen sich die 4 Kampfdruiden wieder aus, da dies exakt dieselbe Auswahl ist. Dann haben wir beim 501. Pack noch 3 normale 501. Trooper und einen 501. Jetpack Trooper. Beim Battle Pack bekommen wir allerdings 3 Superkampfdruiden, welche es seit 8 Jahren nicht mehr gab, und 3 standardweiße Phase 2 Klone, welche es seit 9 Jahren nicht mehr gab. Dazu ist noch ein Shock Trooper mit schönen individuellen Waffen mit dabei, welchen es vorher nur in einem 150-Euro-Set gab. Deshalb bekommt auch hier wieder das Battle Pack den Punkt, womit wir einen Sieger haben. Wenn man sich also zwischen dem Clone Troopers der 501. Legion Set und dem Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack entscheiden muss, sollte man meiner Meinung nach Letzteres wählen. Jetzt könnt ihr euch noch sehr gerne mein Übersichtvideo über alle LEGO Star Wars Januar 2024 Sets angucken. Bis zum nächsten Mal und tschüss.